Kein Teil ist vielseitiger als dieser kleine Brick. Man kann damit den Effekt von fast jedem Lego-Teil erzeugen. Doch wie geht das genau und was ist mit seiner Geschichte? Heute gebe ich dir einen lohnenswerten Einblick in die Welt des sogenannten Headlight Bricks. Also bleib ohne bis zum Ende dran und los geht's! 1980. Was für ein legendäres Jahr. Damals gab es noch gute Züge von Lego. Diese zwei Schönheiten kennt man sogar noch heute. 1980 ist aber auch das Geburtsjahr des Headlight Bricks. Mit der 6375 Gas Station wurde er erstmals eingeführt. Von diesem Zeitpunkt an gab es in den 2458 Sets und dem US Capitol sind sogar 178 davon verbaut. So, genug zur Geschichte. Was kann man damit machen? Um eine Antwort darauf zu geben, müssen wir zunächst seinen Aufbau verstehen. Die Unterseite hat eine Gegennoppe. Die Oberseite hat eine normale Noppe. Auf der linken Seite haben wir noch eine normale Noppe in der Einkerbung, welche genau 0,5 Plates dick ist. Nun gibt es allerdings auch auf der rechten Seite eine weitere Gegennoppe. Das ist eigentlich nur bei Headlight Bricks so. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass das Teil an der dünnsten Stelle, da wo die Einkerbung ist, genau 2 Plates dick ist. Mathematisch auch logisch, oder? Und hier haben wir die Verwendungsmöglichkeiten. Setzt man ihn mit der Gegennoppe auf der rechten Seite auf eine Plate, steht die Oberseite seitlich raus. Wir halten also einen Snot Brick ohne diese kleine Lücke unten. Der Brick 1x1x2 Modified bis dazu in Zeit wurde gewissermaßen ersetzt. Aber man kann damit auf ungerade Abstände ohne diese kleine Lücke snotten. Man nimmt dafür einfach die seitlich rausstehende Unterseite, die nämlich auch genau 0,5 Plates dick ist. Zur Erinnerung, eine Noppe ist 2,5 Plates lang. Nun würde ich sagen, setze den Header Brick aber wieder normal ins Grid. Dann können wir die Gegennoppe auf der rechten Seite verwenden, um Noppen zu drehen, was für Stilelemente sehr vorteilhaft ist. Hier ein Beispiel. Die andere Seite mit der Einkerbung ermöglicht es uns, gewissermaßen die Funktion einer Bracket und eines Snotbricks zu imitieren. Oder wir können einfach etwas um eine halbe Plate verschwinden lassen. Um mich nun auf die Fragestellung vom Titel zu beziehen, habe ich nun ein paar praktische Anwendungsmöglichkeiten. Mehr gibt's zu diesen Shorts im i. Ein Headlamp könnt ihr sehr schön in Mauern für Details einmischen. Ebenfalls lässt sich daraus ein wundervoller Bodensnob. Auch ist, wie hier, ein Noppendrehen möglich. Die Funktion eines normalen Snotbricks könnt ihr über diese Konstruktion imitieren. Man braucht halt nur mehr Platz. Das sind nur 4 von vielen Beispielen, die zeigen, wie vielseitig dieser Brick ist. So, ihr seht also, der Headlight Brick ist mit das vielseitigste Lego-Teil. Ich behaupte sogar, von den drei Teilen, die wir uns bisher auf der Suche nach dem besten Lego-Teil angeschaut haben, ist dieses hier das Beste. Doch was meint ihr? Headlight Brick, Jumper Plate oder doch der normale Snoop Brick? Schaut euch gerne diese Videos hier dazu an, um zu erfahren, was zu dieser besonderen Teile spricht und kommentiert danach. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.